Ja, hallo ihr Lieben, hier ist Christian Hemschemeier, Paartherapeut, Psychotherapeut und diesmal Videoblog rund um die Themen Dating, Beziehung und Liebe. Ja, heute nur ganz kurz eine schöne Dankes-Erfolgs-Mail. Wir haben noch das ganze Mai-Wochenende hier so eine Aktion, weil ich finde es gerade eine coole Zeit eigentlich für den Kurs. Nice, geiles Leben und Spiritualität jetzt so Richtung Ende des Lockdowns. Und genau, den gibt es zum absoluten Hammerpreis. Also fast die Hälfte findet ihr auf liebeschipp.de, wenn ihr dann den entsprechenden Code, der da auch steht, angebt, der neu 2020 ist. Genau, und dann startet ihr heute die Selbstliebe-Challenge. Ganz viele Leute haben sich angemeldet zum. Ja, Basic-Knaller, ich weiß nicht, der gute Durchgang ist es 10. oder 12. oder ich weiß es nicht. Und noch viele alte ehemalige dabei machen das nochmal und ja, seid auch dabei bei dem Spektakel. Genau. Also, wir haben eine Nachricht von Onewskila und sie schreibt: Lieber Christian, vor circa 3 Jahren habe ich deinen Kanal entdeckt. Ich hatte eine lange toxische Beziehung hinter mir und erhoffte mir, mich gerade von einer weiteren kurzen Liebessucht zu erholen. Im Nachhinein eine logische Konsequenz. Ich war voller Fragezeichen. In deinen Videos und Kursen fand ich endlich Antworten. Und nicht nur das, ich fand auch ganz korrekt, ganz konkrete Hilfestellung, um meinen Liebeschip zu ändern, respektive zu merken, wann ich mich besser auf meinen Kopf verlassen sollte und welche Gefühle bei mir was bedeuten. Es vergingen 2 Jahre und ich wurde immer selbstsicherer, entdeckte neue Leidenschaften, sprich ein geiles Leben, die ich auch anpackte, und mein Leben wurde immer stimmiger. Ich war richtig zufrieden, ohne Partner. Aber auch bei dem Gedanken, dass ich dann sicher mal wieder einen haben würde, und dann einen richtig tollen, der zu mir passt und der mich so behandelt, wie ich es gut finde. Und dann war er plötzlich da. Ich sage, ihr müsst nicht suchen, ohne dass ich gesucht hätte. Die ersten Schritte waren noch begleitet von vielen inneren Unsicherheiten, die ich aber gut überstanden habe, indem ich mich einfach traute, ganz zu mir zu stehen und wirklich zu schauen, ob das wirklich einer für mich ist. Ohne Drama, einfach weil das normal ist, dass man Sachen klar anspricht und auch klare Antworten möchte. Sage ich auch immer wieder, redet mit euren Dates, so, also sagt, was ihr wollt, was ihr braucht. Und siehe da, ich bekam die Klarheit, die ich in mir spürte, auch wieder gespiegelt. Und bei allen Schmetterlingen im Bauch war da immer so ein Gefühl von einem ruhigen, breiten Strom, der mich trägt. Ja, so fühlt sich das an, wenn es nicht nur Toxi-Toxi-Drama-Drama ist. Nächste Woche sind wir ein Jahr zusammen. Wurde letztes Mal bemängelt bei der letzten Mail. Das ist, da waren es, glaube ich, 3 Monate. Aber Gott, heute mal dann. Ja, es gab nie etwas Abwertendes, nie etwas Verunsicherndes und keinerlei inkonsistentes Verhalten und auch Meinungsverschiedenheiten lösen kein Drama aus. Im Gegenteil, sie stellen sich, wenn wir sie beredet haben, eigentlich meist als Bereicherung heraus. Ja, so ist das in Beziehung mit einer echten Intimität und nicht nur einer Intensität. Ich musste mich nie verstellen und die Chemie stimmt auch. Mega. Smiley, nach einem Jahr noch wunderbar, sie wird sogar eher intensiver. Noch nie habe ich mich in einer Beziehung so frei und so geborgen gleichzeitig gefühlt. Alles, was ich sagen möchte, ist, es geht und eigentlich geht es ganz einfach. Alles, was man tun muss, ist gut zu sich selber zu sein und sich so zu mögen, wie man ist, Stärken leben und die Schwächen bei sich selber nicht verurteilen, sondern sie anerkennen und sich dort nicht überfordern, sondern sie als ganz individuellen, liebenswerten Teil seiner selbst anzusehen. Ja, das ist richtig gelebte Selbstliebe hier. Ich möchte dir auch Danke sagen, gratulieren zu deiner wirklich hervorragenden Arbeit. Weiterhin alles Gute auf deinem Weg und herzliche Grüße von wie auch immer Rowskova. Sehr geil. Ja, vielen Dank für diese total coole Mail. Schickt mir gerne Mails an über ein Formular auf liebeschipp.de und ja, hoffe, der Tag ist bei euch nicht ganz so regnerisch wie hier gerade. Und wir werden uns bald wiedersehen. Ich hoffe mal. Morgen oder übermorgen nochmal im Livestream.